Stopp! Warnung, stopp! 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 Warnung, stopp! 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 Warnung, stopp! 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 Warnung, stopp! 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 200 Traktoren, 3000 Demonstranten mit Plakaten und Bannern, die ein ohrenbetäubendes Pfeifkonzert anstimmen. Der Sternmarsch zum Landratsamt zeigte gestern machtvoll den Kampfeswillen der Gegner einer Neubautrasse zum Brenner Basistunnel. Wir waren auch vor Ort und haben bei verschiedenen Demonstranten nachgefragt, warum sie demonstrieren und dagegen sind. Ja, in erster Linie, dass halt Lösungen gefunden werden. Aber wünschenswert war halt, dass der Planungsstopp stattfindet. Aber ganz wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ja. Aber es ist halt allgemein ein Schwachsinn, dass man da eine Trasse neu auszeichnet und plant und baut, weil es hinten davon nicht nötig ist. Weil wir in Kolbermoor Nord wohnen und bei uns dann ganz in der Nähe diese Trasse vorbeigehen sollte und das möchten wir nicht. Ja. Wir haben hier bei uns hinten einen wunderschönen Wald am Tonbergweiher und dieser Wald würde dadurch komplett zerstört werden. Es geht wirklich um so viel Natur, schöne Landschaft, die man da einfach so zubetonieren würde. Die in den nächsten Generationen wird es immer weniger davon geben. Und wir leben ja wirklich in einem der schönsten Gebiete Bayerns. Da ist Tourismus, das ist nicht irgendeine Strecke. Es wird für den Fremdenverkehr geworben mit unserer schönen Heimat und so weiter. Und dann wollen die uns da so ein Ding vor die Nase knallen, das völlig unsinnig meiner Meinung nach ist. Und einfach nichts bringt, wenn man Rosenheim ausklammert, diese Riesentrasse an Rosenheim vorbeiführt. Also es ist für mich einfach ein Unding. Die befragten Demonstranten sehen also vor allem einen großen Einschnitt in die Natur und keine Notwendigkeit einer Neubautrasse. Was erhoffen sie sich von der Anwesenheit des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer? Dass er sich das anhört, die Sorgen und Nöte der Bürger. Es geht uns ja nicht irgendwie darum, um einfach irgendwo was dagegen zu sein. Ich war noch nie in meinem Leben auf irgendeiner Demo. Die Hoffnung ist, dass er einsieht, dass es unnötig ist, diese Trasse zu bauen. Ja. Und dass er einsieht, dass es wahrscheinlich gar nicht aufgrund der, wie soll ich sagen, der baulichen Gegebenheiten wahrscheinlich auch gar nicht möglich ist. Nein, man muss realistisch sehen. Und wenn ich es realistisch sehe, nachher wird es wahrscheinlich so laufen, dass jetzt jeder gekommen ist und jeder schimpft und werkt. Aber ich schätze halt, dass das Ganze wieder mal im Nichts laufen wird und dass halt die Konzerne durch Geld und Schmierereien und sonstigen Möglichkeiten das Ganze wieder zerschlungen und nachher wird es halt doch machen. Ich bin eigentlich ein Optimist und gebe die Hoffnung nicht auf, dass das doch gegen so viele Menschen, die letztendlich auch Wähler sind, nicht da einfach eine Entscheidung getroffen wird, wo man auch beweisen kann, dass es so nicht stimmt, wie sie es behaupten. Scheuer sprach vor seiner internen Besprechung im Landratsamt zu den Demonstranten und versprach, mit den Bürgerinitiativen zusammenzuarbeiten. Wir werden jetzt in dieser Arbeitsbesprechung über die Modalitäten eines Bürgerdialogs reden. Und da bin ich offen über Ihre Kritik. Wir können dann miteinander erarbeiten, wie wir es verändern wollen. Und ich habe die Forderung von Ihnen, und die werde ich heute aufnehmen, dass wir die Untersuchung auf der Bestandsstrecke in die Erwägung mit einbeziehen. Thomas Riedrich, der Vorsitzende des Brennerdialogs Rosenheimer Land, machte Scheuer aber eines klar. Also ich kann Ihnen sagen, uns werden Sie nicht so schnell wieder los.